We're ready for the next group. Ich will einfach nur hören, dass ich weiter bin. Also die ganzen Mädels haben sich schon so gefreut, dass sie morgen nach Mykonos fliegen. Ich freue mich auch sehr für sie und ich möchte einfach ein Teil davon sein. Boah, dieses Gefühl in mir ist gerade so eine, ist echt eine eklige Aufregung, weil ich würde es nicht packen, heute rauszufliegen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin immer noch relativ cool, weil liegt jetzt einfach nicht mehr in meiner Hand, was jetzt entschieden wird. Ich hoffe natürlich einfach, dass ich weiter bin. Ich möchte auch gerne nach Mykonos. Und ich habe auch beim Walk eben echt alles gegeben. Hab's auf den Schuhen ausgehalten. Was für eine Ehre, wir haben direkt zwei Stars in dieser Dreierkonstellation hier. Die haben mir nämlich beide heute schon gesagt, wo wir uns kennengelernt haben. Ich bin ein Star. Ich wusste das schon immer. Hast du mir erzählt? Wer denn noch? Ja, du. Ja, ich. Ja, und Sophie auch. Ja? Hat mir auch erzählt, sie ist schon ein Star. Aber konnten wir diese Star-Qualitäten sehen? If you do the talk, you gotta walk the walk. You gotta walk the walk. I think the public decide if you have star quality. It's not enough to just think you have it. Even sometimes it's not enough to work and get it. It's a magic, and magic, I don't think yeah. you can take it for granted. It's great to aspire to, I suppose, but to think you can walk out and have it, I wish it was that easy, but it's not. No. Nee, also wenn ihr natürlich so ankommt und euch vorstellt, dann legt ihr selber eure Messlatte hier oben hin. Ne? Und dann will ich auch was sehen. Dann kommt ihr da rausgelatscht und dann ist es so, oh ja, das ist jetzt die Lenara, der Superstar. War das so schlecht? Da muss ein kleines bisschen mehr kommen. Ne? Also ein Star, der dann rauskommt, dann habe ich Gänsehaut. Dann steht bei mir alles hoch. Dann bin ich so, das nimmt mir fast die Luft weg. Und das habe ich nicht gehabt, muss ich dir leider sagen. Sophie, bei dir konnte ich es ansatzweise sehen, weil ich kann sehen, wie gut du dich gefühlt hast auf dem Laufsteg. Ne? Du warst so ein bisschen hochnäsig gewesen und das liebe ich auch, wenn du das richtig von vorne bis hinten spielst. Aber du hast so, ne, it wasn't that her with the hands, she was doing all sorts. What was with that? Were you aware of the hands? I did it on purpose. I wanted to look majestic with my hands. Ah, seemed okay, to not work. Okay, at least you knew. Because we were wondering, right? It was a little distracting. Yeah. We were talking about your hands yeah. and not about the whole. I will definitely work on it, I promise. You had so much else going on. You yeah. didn't need that. Und Jasmin, du bist auch so bildhübsch, aber du darfst nicht immer auf den Fußboden gucken. Wir wollen dich sehen die ganze Zeit. Der Strahler ist auf dich drauf. Ne? Vorne ist die Kamera. Vorne wirst du fotografiert. Dann musst du da sein. Da kannst du nicht immer nach unten gucken. Ich würde sagen, ihr drei müsst ins Ausbildungscamp. Ja, wissen wir. Ich würde sagen, ich bin eure strenge Lehrerin. Ja, ja. Dann sehen wir uns auf Mykonos wieder. It is so crazy to me how someone arrives and says, I am a star. I'm sure they'll think about that a little bit now. Quite a good lesson. Yeah. Sie sagt einfach, ich bin bildschön. Oh das erste, was ich gleich im Hotelzimmer mache, lerne nicht auf den Boden zu gucken. Also ich konnte es nicht so genießen, weil ich so aufgeregt war, weil ich so Angst hatte, was kann passieren. Also ich habe auf jeden Fall auch Kritik bekommen. Also Heidi meinte auch, sie sieht dieses Star-Potenzial in mir ansatzweise, aber da, das ist noch ausbaufähig und ich werde auf jeden Fall dran fallen. Du rockst das, wir rocken wir das. Wir rocken das in Mykonos! Ja, Mykonos oder Mykonos!
eine Gruppe fehlt noch. Ja, ich glaube einfach fest daran, dass ich abgeliefert habe und hoffe, dass es für mich weitergeht. Ich glaube, komplett ohne Kirmes für immer aufgeben könnte ich gar nicht. Aber dadurch, dass meine Eltern das ja auch machen, kann ich ja trotzdem noch mal ab und zu die Besuchen fahren und habe es ja trotzdem noch für mich. Klar, es ist ein Traum, weiterzukommen. Deswegen bin ich hier. Ich bin nicht hier, um einen Aufstieg zu machen und nach Hause zu fliegen. Ich bin hier, um weiter zu hier zu bleiben. Ihr seid die letzte Gruppe für heute? Ja. Aber ich habe leider nur noch 3 Tickets nach Mykonos. Zu unserem Liebling aus dieser Gruppe. Wen fandst du denn am besten, Kylie? I think Kashmira, you really shone. Thank you so much. Yeah. We're about the same size. And to be able to walk that catwalk and shine so bright, well done. Thank you so much. Kashmira, es hat mir auch sehr gut gefallen. Du hast einen tollen Look. Dankeschön. Aber Kylie, wer war deiner Meinung nach die Schwächste in dieser Runde? Paulina, I think out of the four of you here, I think you were just, you were looking down quite a lot. We need to see you and project. Mm-hmm. Es hat sich so angefühlt, als hätte dich irgendwas aus der Fassung gebracht. Es war alles ein bisschen zu viel. Es hatte nicht so wirklich geprickelt. Ich kann es besser eigentlich. Ich habe es heute Morgen schon angekündigt. Ich kann leider nicht alle mitnehmen. Da gebe ich Kylie auch recht, da warst du leider auch mit die Schwächste heute. Es tut mir leid. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Du bist ein bildhübsches Mädchen. Sei nicht ganz so traurig, okay? Okay. Alles Gute für dich und für euch drei. Geht es nach Mykonos? Oh mein Gott! Danke. And Paulina. Keep going, all right? Yeah. Ich bin weiter! Oh my God. Er kommt mit einer gewissen Hoffnung hin. Und das dann erste Runde hätte ich eigentlich jetzt ich persönlich nicht gedacht. Aber ja, ich hätte mich richtig darauf gefreut, weiterzumachen. Mir fehlen gerade die Worte.